Jo, hi nochmal und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ja, es geht hier weiter mit dem Video, was ich eigentlich gestern gemacht habe über Zylinderkopfrisse oder beziehungsweise eine kaputte Zylinderkopfdichtung und so weiter und so fort. Dann haben wir auch das Problem gehabt hier, dass das Wasser hier rausgedrückt wird. Ich werde euch jetzt wieder ein paar Informationen dazu geben. Ich habe vorhin mit einem sehr guten Herrn gesprochen, der bei uns um die Ecke bei VW arbeitet und hat mir auch sehr viele Tipps geben können und ist auch einer, der ist ungefähr so wie ich, der probiert selber viel, weiß selber viel. Das ist eigentlich ganz gut gewesen so und wir haben uns da sehr, sehr gut austauschen können. Beide natürlich, fand er auch genauso ganz cool wie ich, dass wir uns da beide sehr unterstützt haben. Auf jeden Fall ein sehr netter Mann und ich möchte jetzt auch darauf hinkommen bzw. darauf hinweisen, was dieser Deckel hier oben eigentlich genau macht. Ja, das ist ja hier ein Deckel, der hält bis zu einem gewissen Druck hält er ja natürlich aus. Ja, ihr habt hier den Ausgleichsbehälter und unten drunter hat er sozusagen diesen Überlauf. Der Überlauf findet, wie gesagt, da unten statt, nicht hier oben, weil manche denken, ja, das spritzt hier aus dem Deckel raus. Nein, nein, das ist nicht der Fall. Das war alles da hinten nass, weil halt durch den Fahrtwind und so weiter hier ist der Radiator bzw. der ganze Ladeluftkühler und so weiter und so fort. Hier geht der Fahrtwind rein und wenn es dann hier irgendwo rausseicht, dann spritzt das natürlich alles nach hinten durch den Fahrtwind. So, dieser Deckel hier hat eine ganz besondere Eigenschaft und nämlich, der hat hier ein Ventil auch drin. Dieser Ventil hält bis zu 1,5 Bar Druck. Ich wollte heute eigentlich abdrücken gehen, habe ich ja gestern gesagt gehabt in meinen Videos, habe es aber jetzt nicht gemacht, weil es gab jetzt doch Leute, die haben gesagt, kann ich nicht so ganz empfehlen, weil es kann ja je nachdem, wer es dir abdrückt, kann es auch natürlich mehr Schäden anrichten, wie zum Beispiel irgendwelche Schläuche letztendlich dann total zerreißen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das wollte ich jetzt nochmal mit euch besprechen. Es gibt hier ein anderes Teil, das man hier oben reinschrauben kann mit so einer Baranzeige. Und dann kann man den Wagen einfach mal laufen lassen und einfach mal gucken, auf wie viel Bar der hier wirklich kommt, damit man auch messen kann, wie viel Druck allgemein sich hier sozusagen praktisch bildet. Alles, was über 1,5 Bar Druck rausgeht, lässt dieser Deckel innen drin sozusagen über so kleine Abweichungen, lässt er das Wasser sozusagen als Überdruck raus und kommt dann unten ja, ich habe das irgendwo mal schon mal gezeigt gehabt in so einem Video. Der Ausgleichsbehälter, wenn ihr den Deckel hier abmacht, dann habt ihr da unten so eine, wie so eine Rinne. Und wenn der über 1,5 Bar Druck hat, dann lässt er praktisch das über diesen Ventil hier oben rauslaufen, hier drinnen und tropft da unten raus. Okay, weil ihr müsst euch vorstellen, der hat hier unten hatte drei Löcher. Also von unten her gesehen, ich kann euch das jetzt schlecht zeigen. Aufmachen möchte ich den jetzt auch nicht, weil der ist jetzt schon warm gefahren. Bin auch vorhin nochmal bei VW gewesen, habe so ein paar Sachen gebraucht. Aber letztendlich ist es genau so. Das andere ist, was ich auch noch erwähnen wollte, ihr kennt vielleicht mein uraltes Video von dem VW Galaxy, wo ich ein Riesenproblem hatte damals, was ich Gott sei Dank sehr gut rausfinden konnte. Ich war eines der einzigsten eigentlich, der gemerkt hat, dass dieser VW Galaxy bzw. Ford Galaxy, VW Charan, Seat Alhambra, das sind ja alles drei die gleichen. Klar ist es nicht vergleichbar mit dem System hier, aber damals hatte ich einen Ford Galaxy, der hat einen großen Überdruck im Motor gehabt. Das gleiche Problem, was hier abging, dass einfach das Wasser übergekocht hat und so weiter und so fort. Das war alles nur Schuld wegen so einem Rückschlagventil, der hier verbaut war. Und zwar, es ist nicht wirklich ein Rückschlagventil. Ihr habt hier an diesem Schlauch habt ihr einen Verringerer. Das heißt, er sorgt dafür, dass nicht zu viel durchfließt. Ja, hat ein paar Gründe. Bei dem ist es so, habe ich mir jetzt vorhin sagen lassen, die T5er, die ein nachträglicher Zuheizung bzw. Standheizung bekommen haben hier an diesem Schlauch sozusagen einen kleinen Verringerer oder das wird halt ein bisschen, wie soll ich euch das erklären, der Durchfluss, der fließt ja nicht mehr so durch, wie er durchlaufen sollte, denn sobald eine Standheizung oder ein Zuheizer eingebaut worden ist, hat er mir erklärt, ist da sozusagen ein kleiner Verringerer drin. Das ist kein Rückschlagventil, sondern einfach nur, damit das, was hier durchfließt, nicht mehr so ganz schnell durchfließt, denn es kann sein, denn wenn es hier einfach zu schnell durchfließt, dass ja eben halt innen die Heizung dementsprechend halt weniger ist, weil einfach hier zu schnell alles durchfließt. Deswegen hat man damals so einen Verenger und einen Verringerer eingebaut in dem Schlauch, damit das Kühlwasser halt hier langsamer
durchgeht. Damals, weil ich ja damals das Problem gefunden hatte bei meinem Galaxy, einfach um vorzusorgen, habe ich bei mir diesen Ventil hier auch entdeckt, was damals auch beim Ford Galaxy angebaut war. Allerdings war dieses Ventil nicht der gleiche wie beim Ford Galaxy. Das heißt, der hier hat eine viel größere Bohrung innen drin gehabt, dass ich den eigentlich nicht hätte rausbauen sollen. Jetzt geht es darum. Ich habe mir heute, also jetzt vorhin, den glitzergleichen Schlauch nochmal bestellt, denn ich habe diesen Adapterstück nicht mehr. Ich habe den damals mit einem 6er Bohrer, konnte ich den rausbohren, mit einem 6er Bohrer, also Akkuschraube, 6er Bohrer reinfahren und dann verdreht sich das Ding in Bohrer und dann könnt ihr es schön rausziehen. Okay, so, das habe ich damals gemacht, einfach um sicher zu sehen, um sicher zu gehen, dass da eines Tages mal hier nichts verstopft, denn ich wollte nicht das gleiche Problem haben wie damals beim Galaxy. Aber in dem Fall, als ich es dann draußen hatte, habe ich gemerkt, dass dieser Verringerer eigentlich gar nicht so klein war. Beim Ford Galaxy allerdings ist es wirklich nur ein Millimeter. Das Ding hat so ein ganz kleines Loch, dass beim Ford Galaxy mit der Zeit durch die Verkalkung ist es einfach verstopft. Und deswegen hatte ich damals das Riesenproblem oder Hunderttausende von Menschen, die halt einen Galaxy fahren oder einen Alhambra oder halt einen Charan, die hatten dieses Problem damals bei meinem 9er TDI, dass das alles hier komplett verstopft war, beziehungsweise einfach zu großem Überdruck. Die Schläuche haben sich aufgebläht ohne Ende. Wenn man hier dann aufgemacht hat, ist es rausgesprudelt. Und das war genau das Problem, dass dieser Schlauch praktisch ja, so ein Ventil drin hat, der einfach wirklich viel zu klein war. Okay, so, es ist allerdings gut, weil im Winter wärmt sich das Fahrzeug natürlich schneller auf, weil halt hier nicht zu viel Kühlwasser durchgeht. Weil wenn hier einfach zu viel Kühlwasser durchgeht, wird er auch schneller gekühlt, ist ja klar. Und deswegen hat man gesagt, machen wir hier so einen Verringerer rein und dann läuft es etwas ein bisschen, ja, etwas langsamer rein und dann wird natürlich die Heizung auch dementsprechend heißer bzw. schneller warm. So, jetzt möchte ich auf was anderes zugehen und zwar damit die Leute das alles so hier ein bisschen verstehen. Wir haben jetzt hier in dem Fall zwei Schläuche, die hier wieder reinführen in den Ausgleichsbehälter. Bei vielen Fahrzeugen hat man eigentlich nur eins, okay? So bei den meisten Fahrzeugen hat man eigentlich immer nur eins oder bei denen, die keine Standheizung haben oder überhaupt. Ja, das ist ein bisschen, ja, je nach Modell, je nachdem, was man halt alles an Extras hat und so weiter und so fort. Aber die meisten Fahrzeuge, gerade die 1.9er TDIs von früher, was man halt kennt oder überhaupt, die haben einen Ausgleichsbehälter. Dann haben sie einmal das Wasser, was reinläuft und unten natürlich das Schlauch, was wieder rausläuft. Das ist der hier. In dem Fall ist es hier bei uns ganz anders. Der kleine Kühlkreislauf habe ich euch gestern ja erklärt. Der geht praktisch, ja, hier Ausgleichsbehälter, Motor, Heizung und so weiter wieder rein. Das ist ganz normal, ja. Deswegen gestern habe ich es anders erklärt. Gestern habe ich es ganz einfach erklärt. Ausgleichbehälter, Motor und Motor wieder zurück. Aber letztendlich, klar, wird die Heizung damit versorgt. Das heißt, Ausgleichbehälter geht in den Motor. Das ist der kleine Kühlkreislauf. Motor wird gekühlt, das was sozusagen das heiße Kühlwasser geht sozusagen innen drin durch den Wärmetauscher und dann habt ihr dadurch natürlich auch die Heizung drinnen und dann kommt es hier wieder rausgeschossen. So, das ist jetzt bei denen der Fall. Das ist die Seite von dem kleinen Kühlkreislauf. Sobald euer Thermostat da hinten aufgeht, geht das ganze Kühlwasser nochmal durch den ganzen Radiator hier durch, wird nochmals besser gekühlt und kommt dann hier zusätzlich aus dem Schlauch raus. Okay, damit ihr das wisst, das heißt, erst dann, wenn der Thermostat öffnet, kommt auch hier heißes Wasser. Das merkt ihr ganz gut, dass wenn ihr zum Beispiel erstmal nur so 10 Minuten gefahren seid und euer Wagen ist gerade mal auf 80 Grad gekommen, vielleicht auch jetzt gerade auf 90 Grad, ist der Thermostat noch nicht wirklich aufgegangen und dann merkt ihr, dass eigentlich dieser Schlauch hier sehr heiß ist. Aber der hier, der ist eiskalt. Eiskalt, warum? Weil der Thermostat hinten noch nicht geöffnet hat oder ist und deswegen ist hier noch nichts wirklich durchgerannt. Ja? Und erst dann, wenn der Thermostat öffnet, geht hier dann auch das heiße Kühlwasser durch, wird hier vorne gekühlt am Radiator und geht da wieder zurück. Okay, so, das ist eigentlich das, so wie es funktioniert. Ich habe heute diesen Schlauch nochmal bestellt, denn ich bin mir nicht sicher, ob das Ganze hier auch passiert. Wegen diesen Verringerer hier. Okay, der ist ja bei mir nicht mehr drin. Das kann ich euch jetzt hier auch ganz gut zeigen. Ihr könnt sehen, ich drücke hier runter. Der war damals irgendwo hier verbaut. Man sieht auch hier einen leichten Abdruck noch. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber da war der Verringerer eingebaut. Auf der Seite ist der noch eingebaut. Der ist irgendwo. Ja, genau hier. Da ist es ja total hart. Ja, hier sieht ihr aus, so ein Boppel. Und da ist dieser Verringerer drin. Den habe ich einfach drin gelassen, aus dem Grund, weil ich bereits gesehen hatte damals, dass der hier auf der Seite einfach voll groß war. Eigentlich hätte ich den gar nicht rausnehmen sollen. Aber natürlich habt ihr, sagen wir mal, jetzt, ja, sagen wir mal, übertrieben gesagt, ist der Schlauchumfang so groß innen drin und der Verringerer, der macht halt dadurch oder daraus so viel. Okay, so beim Ford Galaxy damals war das dann wirklich total
dünn und mickrig. Ja, man sollte auf jeden Fall zumindest beim Galaxy halt diesen Schlauch neu bestellen oder halt, wie ich schon empfohlen habe, das komplett rausholen, dann hat man seine Ruhe und bei vielen Fahrzeugen braucht man das erst gar nicht. In dem Fall ist es aber so, dass es hier genauso gut passieren kann, weil der da hinten fehlt, ja, das habe ich jetzt so mit ihm mal ausgesprochen, habe ich so eigentlich, ich habe ihn halt gefragt, so, pass auf, kann das sein, dass das einfach hier zu Federn rückfließt? Das, ja, das könnte schon sein, also, ne, und bevor wir hier jetzt hier irgendwas, ja, weiß nicht, verdächtigen, was vielleicht gar nicht der Fall ist, haben wir jetzt gesagt, für 8 Euro irgendwas bestelle ich mir den Schlauch nochmal neu und dann kommt der Schlauch mit den Verringerer wieder rein und dann läuft es hier natürlich etwas langsamer zurück, weil es kann sein, dass diese ganze Hitze, die hier entsteht am Anfang oder überhaupt während der Fahrt, erstmal das Problem ist wegen diesem Schlauch. Das kann einfach sein, dass hier einfach auch zu viel oder zu schnell alles reinfließt, weil der Verringerer fehlt. Es wird nicht mehr so gestoppt. Und bis sozusagen der große Kreislauf erst aufmacht, ist das ja schon total ans Kochen gekommen. Wenn das hier natürlich etwas langsamer durchgeht, kann es auch einfach sein, dass es dann dadurch nicht mehr hier diesen Druck herrscht, beziehungsweise diese Hitze, dass das Wasser so sehr kocht. Das andere, was natürlich auch sein kann, ist, falls letztendlich doch Risse am Zylinderkopf sind, dann ist es so, dass irgendwo drücken die Abgase raus, wobei ich hier keine Abgase sehen kann oder halt auch kein Öl. Dementsprechend sieht das hier alles noch toll aus, aber es kann sein, dass es einfach minimal ist, so dass hier Abgase trotzdem reingedrückt werden und dann habt ihr hier natürlich viel, viel mehr Druck als normal. Und deswegen gibt es diesen Deckel, um einfach sicher zu sein, dass wenn hier mehr wie 1,5 Bar entsteht, damit die Schläuche nicht reißen, nicht platzen oder noch andere Sachen passieren, lässt der Deckel hier den Überdruck da unten dann raus, okay? So, das ist das Wichtigste, was ich mit euch besprechen wollte. Und das war auch der Grund heute für mich, warum ich nicht das Ganze hier abdrücken lassen habe. Denn es gibt ein anderes Gerätchen, was man hier reinschraubt. Es hat so eine kleine Baranzeige. Und dann startet man das Fahrzeug einfach und lässt es einfach laufen, so für eine halbe Stunde oder Stunde, je nachdem. Und dann sieht man dann am Ende, wie viel Druck hier wirklich entsteht. Ich denke aber eher, dass ich das erst herausprovozieren kann, wenn ich dann halt praktisch auch mehr Gas gebe. Das heißt, ich muss mal gucken, wie ich das dann machen werde. Ich werde mal gucken, wo ich das ganze Zeug bestellen kann. Und dann kann es auch sein, dass ich inklusive diese kleine Baranzeige irgendwo vielleicht auf die Autobahn raus muss, um den einfach mal richtig zu treten, sodass er mal richtig in Fahrt kommt. Ich hoffe nur, dass das alles auf jeden Fall wieder besser wird durch diesen neuen Schlauch, den ich dann wieder einbauen werde mit diesem Verringerer. Und dann kann es schon sein, dass es sich damit erledigt hat. Ich kann mich leider nicht mehr zurückerinnern, ob das schon der Fall damals war, wo ich den damals rausgebaut hatte, ob ich dann dieses Problem hatte, weil mir ist das erst alles später aufgefallen. Ich habe halt gemerkt, dass er natürlich auch Wasser verbraucht mit der Zeit und deswegen habe ich auch damals die Wasserpumpe gewechselt. Aber die Wasserpumpe ist hier definitiv nicht schuld dran. Wenn ich den Wagen starte, sieht man auch sofort, wie hier schön alles rausfließt. Ich kann das nochmal kurz nochmal zeigen, wenn ich den Schlüssel habe. Habe ich den Schlüssel? Ja. Glück gehabt. So. Oh, hier kurz rein. So. Und los geht's. So. Und jetzt sieht man hier ganz schön. Ich mach mal die Beleuchtung kurz aus. Sieht man hier ganz schön, obwohl es nur Standgas ist, wie gut das hier rausläuft. Das ist A, der Grund, dass die Wasserpumpe einfach sehr gut ist. Wenn die Wasserpumpe defekt wäre oder teildefekt, würde das hier gar nicht so laufen. Wenn das Schaufelrädchen von der Wasserpumpe einfach gar nicht mitlaufen würde oder einfach kaputt ist, ja, dann würde das gar nicht hier rauslaufen. Das muss schon bei Standgas, muss das hier so laufen wie hier. Wenn dann der große Kühlkreislauf hinten aufmacht, dann sieht man das Ganze auch hier laufen. Okay? Und das ist das, was ich euch zeigen wollte. Sobald euer Fahrzeug auf Temperatur gekommen ist, geht hinten, sag jetzt mal, der Thermostat auf und dann geht es auch alles hierher. Okay? Ich kann auch versuchen, ein bisschen Gas zu geben. Vielleicht bringe ich hier noch Temperatur geschwind. Mal schauen, ob die Grad da gerade ist. Ich mache mal kurz Pause und bringe den mal auf Temperatur, ja?
Manchmal kann man auch gut sehen, wie der Zeiger kurz wieder zurückgeht und das ist dann, wenn der Thermostat aufgeht. Schauen wir mal, ob das schon mal was rausläuft. Aha, und da haben wir es schon. Seht ihr das? Da läuft es schön raus. Das heißt, jetzt läuft es da raus und da raus. Denn einmal kommt es von der Standheizung oder von der Heizung allgemein, von innen, und dann einmal vom Radiator. Und jetzt merke ich auch, dass dieser Schlauch sehr warm geworden ist und so muss das Ganze dann auch funktionieren. Können wir auch mal runterschauen und sehen, es ist alles weiterhin trocken. Ich habe das gestern alles abgespritzt, damit ich weiterhin kontrollieren kann, was ist hier los, was passiert hier. Deswegen habe ich es gestern abgespritzt, das solltet ihr auch machen, um einfach immer wieder nachzukontrollieren. Und momentan sieht es gut aus und wie gesagt, hier ist es warm. Da ist es sehr heiß und hier ist es auch heiß, aber nicht so sehr wie die Seite hier. So, ja, die ist ein bisschen heiß und das merke ich. Also. So. Was ihr auch noch machen könnt, falls ihr so ein Problem habt, ist, ihr könnt die Heizung auf volle Pulle schalten, dann auf 3 bis 4. Oder halt 2 gemütlich, so dass es einfach nicht stört während der Fahrt. Somit könnt ihr auch dafür sorgen, dass das Kühlwasser einfach kühler gehalten wird. Von Anfang an, von der Fahrt aus an, macht ihr einfach die Heizung auf zum Beispiel 1 oder 2, so dass es nicht stört, gemütlich, und dann macht ihr hier volle Pulle. Klar, das ist im Winter natürlich besser als im Sommer, aber das hilft wirklich, dass die Kühltemperatur einfach weiter unten ist als normal. Normalerweise fahre ich so 10 Minuten bis maximal 12. Und dann bin ich schon auf 90 Grad. Wenn ich aber hier die Heizung auf heiß stelle und Stufe 1 bis 2 einstelle, dann brauche ich circa eine halbe Stunde, bis er mal auf 90 Grad kommt, weil dann hilft auch sozusagen der Wärmetausch und alles drumherum, einfach die Heizung, damit das Kühlwasser nicht so schnell erhitzt wird. Okay, das könnt ihr natürlich auch machen, was ich euch empfehlen kann. Ja? Ich habe euch alle anderen Tricks schon gestern verraten, in dem anderen Video, wo es um einfach Zylinderkopfrisse geht und so weiter und so fort. Für diejenigen, die das nicht angeschaut haben, könnt ihr da noch mehr Informationen rausbekommen. Ansonsten mache ich das Ganze hier mal aus oder ihr lasst es einfach laufen, weil das hilft jetzt einfach zur Abkühlung. Wenn ihr wollt, könnt ihr es natürlich noch mal ein bisschen laufen lassen. Ja, das hilft natürlich. Ja. So, aber ansonsten, das ist alles, was ich eigentlich sagen wollte. Ich werde wahrscheinlich morgen diesen Schlauch schon bekommen. Dann werde ich ihn einbauen, werde es natürlich alles weiterhin mit kontrollieren, mitverfolgen, werde euch natürlich auf dem Laufenden halten und dann schauen wir mal. Er hat eigentlich gesagt, normalerweise kann das dadurch nicht passieren, nur weil du diesen Verringer rausgemacht hast, dass es dann zu solchen Problemen führt. Kann aber allerdings sein, dass es so ist. Deswegen die 8 Euro da sind nicht die Welt. Schlauch wird umgebaut und dann werde ich mal gucken, ob es wirklich daran lag, denn ich kann mich da früher, wo ich das alles rausgemacht hatte, diesen Verringerer, ich kann mich daran nicht erinnern, dass das der Fall war. Das kam jetzt schleichend mit der Zeit, ja. Aber wenn man das Problem kennt, dann weiß man auch, nicht mehr so arg beschleunigen. Das jetzt bis 3000, das war jetzt, ja, das war das Maximale jetzt momentan, weil ich weiß halt eben, dass ich dieses Problem habe. Und deswegen ist es umso besser, wenn euer Turbo schon untenrum sehr gut kommt, weil dann müsst ihr nicht so hoch beschleunigen, ja. Ist einfach gesünder jetzt auch für den Zylinderkopf und für alles drumherum, falls ihr Risse im Zylinderkopf haben solltet oder falls euer Zylinderkopfdichtung kaputt ist, müsst ihr natürlich erstmal vorsorgen. Falls ihr nicht das Geld habt oder falls ihr einfach die 4000 Euro oder 7000 Euro nicht ausgeben wollt für diese Reparatur, könnt ihr diesen Wagen so, wie ich es euch erklärt habe, noch ein paar Jahre auf jeden Fall fahren. Und wenn das dann Schrott ist oder Kernschrott, dann könntet ihr es immer noch rausschmeißen oder keine Ahnung. Man kriegt alleine schon für die Karosserie, für den ganzen T5 kriegt man alleine schon 4.000 bis 6.000 Euro raus, je nachdem in welchem Zustand. Und danach, keine Ahnung, entweder Motor komplett general überholen lassen oder Ersatzmotor rein, fertig. Ja? Also gut, ich denke, ich habe jetzt nichts mehr zu sagen. Das meiste habe ich ja besprochen gehabt mit euch. Ja, an sich
Ach genau, bevor ich vergesse, was auch noch sein sollte, was unbedingt sein muss, wenn ihr so viel Gas gebt, nochmal 5 Minuten ungefähr, müsste da vorne, müssten diese Ventilatoren angehen. Der und der da. Die funktionieren bei mir, das weiß ich, das habe ich gestern bei mir mit VCDS angesteuert, hat funktioniert. Wie man das mit VCDS ansteuert, kann ich euch ein anderes Mal zeigen, weil es geht es absolut nicht darum, aber es ist natürlich auch ein Grund, warum euer Wasser anfängt zu kochen. Während ihr fahrt eher nicht so, aber wenn ihr dann im Stau seid und ihr haltet dann an, dann kann es schon passieren, dass euer Wasser anfängt richtig zu kochen, denn wenn sich die Ventilatoren da vorne nicht drehen, obwohl das Kühlwasser sehr heiß ist, ja, dann ist es erst recht ein Grund, warum das ganze Wasser dann erst recht richtig anfängt zu kochen. Und deswegen, wie gesagt, wo habe ich den? Hier, genau. Ne, hier Adapter reinstecken, VCDS auslesen, könnt ihr auf Motorsteuergerät hingehen und dann auf Stelldiagnosen und dann könnt ihr da sozusagen ein paar Schritte anklicken und dann wird er hier ein paar Sachen zum Beispiel versuchen, zu erfassen, wie zum Beispiel jetzt in den Lüfter oder halt AGR-Ventil oder Unterdruckregelventil und so weiter und so fort. Und dann kann man da so ein paar Tests machen und irgendwann kommt der Punkt, Kühler aktivieren oder sowas. Und dann aktiviert er den ersten Kühler und dann irgendwann auch den zweiten Kühler, weil der erste Kühler tritt ein bisschen langsamer und der zweite Kühler tritt ein bisschen schneller. Ja? Also es ist ja immer so eine Phase zwischen Stufe Nummer 1 oder Stufe Nummer 2 und ich glaube, der andere Kühler ist sogar, der kleinere ist sogar für den Klimakompressor. Muss man nochmal gucken, aber eins davon ist auf jeden Fall für den großen Radiator, das ist auch der größere und der kleinere ist, soweit ich weiß, für beides sowieso. Ja? Wenn beides gebraucht wird, werden beide angesteuert. Aber das ist ganz wichtig, dass die angehen. Ich habe auch mit VCDS habe ich diesen Wärmetauschgeber, das ist der Sensor praktisch für die Wassertemperatur, den habe ich auch angeschaut und der ist soweit auch in Ordnung, der hat mir die Wassertemperatur angezeigt und von daher weiß ich, dass der auch funktioniert. Das heißt, wenn der Wassertemperaturfühler nicht mehr funktioniert, kann es auch sein, dass natürlich vorne eure Ventilatoren nicht mehr angesteuert werden, weil der Wassertemperaturfühler einfach nicht weiß, wie viel Grad hat gerade das Wasser bzw. die Wasserkühlung. Aber auch das sollte dann gemeldet sein mit VCDS einfach mal auslesen und dann bin ich mir sicher, könnt ihr da einiges herausfinden. Gut, also das war es erstmal von mir. Morgen das nächste Video, hoffentlich mit dem Schlauch, denn ab 8 Uhr morgens anscheinend kann ich den Schlauch abholen und dann werde ich das natürlich weiterhin testen und hoffen, dass es wirklich nur am Schlauch lag, weil das wäre natürlich geil, wenn das Ganze jetzt hier nur wegen dem blöden kleinen Verringer ist oder wie auch immer das Ding da heißt, dann wäre natürlich klasse. Wie gesagt, ich habe das damals nur für mich aus Sicherheitsgründen rausgebaut, deswegen habe ich kein Video drüber gemacht, deswegen habe ich auch nichts empfohlen, denn ich empfehle immer nur das, was ich für richtig halte. Und erst das, was ich wirklich langwierig getestet habe, sage ich, okay Leute, jetzt mache ich ein Video und das kann dann an die Öffentlichkeit raus. Genau. Gut, also ich hoffe, ihr seid soweit zufrieden. Für diejenigen, denen es interessiert, mit den Ford Galaxy auf jeden Fall anschauen. Da ist es ein Muss, das Ding rauszuhauen. Oder ihr kauft euch immer wieder Neues, der immer wieder nach... jedes Jahr ist das Ding dann verstopft, weil beim Ford Galaxy, VW Charan oder halt beim Seat Alhambra, das Loch ist so mini. Das habe ich in dem Video dann noch gezeigt. Das ist ein Millimeter. Das ist wie ein... Keine Ahnung, wie so eine Stecknadelkopf oder wie eine Nähnadel, so klein war das, wirklich so mini, mini, mini und das ist total übertrieben, ja, und vor allem herrscht da wirklich ganz, ganz viel Druck, weil die Wasserpumpe, die will ja mehr drehen, ja, die will ja mehr rausdrücken, aber wird dann sozusagen blockiert durch diesen blöden Verringerer und der ist beim Ford Galaxy wirklich extrem klein, extrem dünn und da reicht eine kleine Verkalkung und das Ding ist total verstopft. Und die Leute fahren da Jahre damit rum und wissen nicht, dass sie eigentlich einen kompletten Überdruck im Motor haben, das irgendwann auch natürlich zu einem Zylinderkopfschaden führt und so weiter und so fort. Das kann wirklich alles nach hinten losgehen. Gut Leute, also ich hoffe, ihr seid soweit zufrieden. Ich halte euch weiterhin auf dem Laufenden natürlich und wünsche euch alles Gute. Und bleibt gespannt auf weitere Videos und ja, bis dann, haltet die Ohren steif, bleibt gesund, bleibt stark und munter, ja, bis dann, ciao, ciao.